Willkommen zum letzten Spieltag der ABS. Es geht um Platz 1, Radio und ich stehen beide 7 zu 2. Ich habe leider nicht wirklich Zeit diese Woche für ein Teambuilding, deswegen Pokepace in der Videobeschreibung. Ich werde kurz aufs Matchup eingehen und danach kommt direkt der Kampf. Also Freezer hat tatsächlich ziemlich viele Changes gemacht, und zwar hat er jetzt Entei drin, der hat jetzt Donphan drin statt Lurak. Und er hat jetzt Archeops statt Urshifu drin. Das Archeops ist auch ziemlich gefährlich tatsächlich für unser Team. Wir haben nämlich nicht wirklich einen Switch-In außer Stalos. Spoiler, Stalos wird nicht mitkommen, da Tentantel ist mal wieder Outlast. Ansonsten Lucario ist halt wie immer super gefährlich. Der Rest seines Teams ist halt irgendwo gefährlich. Hutwasser können wir gut handeln, Branawart können wir, finde ich, auch gut handeln, weil Reiser sowieso. Der Rest kann was machen, ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die gefährlichsten Mons. Und ja, Pumpkin, unser Neuzugang, ist mal wieder phänomenal in diesem Matchup. Es gewinnt gegen unglaublich viele und wichtige Pokémon. Es gewinnt zum Beispiel gegen Entei, gegen Branawart kann es halt gewinnen. Dornfan handelt es. Das kann mit Irrlicht auch Kurengard handeln, wenn er mal wieder sein Schwerthandset auch spielt. Mit Feuerfänger ist es auch semi-gut gegen das Flampivian. So. Und es kann auch was gegen Tektas machen. Phänomenal. Galazapdos offensichtlich mal wieder super stark. Es zerstört seinen gesamten Kader. Er hat kein Switchen. Vor allem, wenn ich halt Rauflust spielen würde, was ich nicht tue. Aber ich gehe davon aus, dass Surengard nicht mitkommt. Also er nicht mitkommt. Es kann wieder mitkommen. Aber das Matchup diesmal ist meiner Meinung nach schlechter. Ich glaube, der wird was anderes mitnehmen. Vor allem halt, denke ich, dass Entei mitkommen wird diesmal. Ansonsten Alola Knogga ist okay. Aber also es sind halt gut gegen die slowe Pokémon von ihm. Halt, wenn er Flampivia mitnehmen würde oder Rutsasa. Dann kann Lurk Nog auf jeden Fall Pressure machen, aber ansonsten ist es auch nicht wirklich gut. Könnte man noch rot markieren. Galarweezing ist ziemlich gut tatsächlich. Finde ich nicht ganz grün, weil es ein paar zu viele Threads hat. Also Threads von seiner Seite aus. Ansonsten, Galas Mokmok handelt halt von Tektas, was wichtig ist. Von daher kommt das mit. Ansonsten, Tentantel ist ziemlich stark. Mal wieder, wie immer, Tentantel. War Tentantel jemals nicht grün markiert? Ich weiß es nicht. Matchup, finde ich, sieht okay aus. Kann, ja, ist relativ even, würde ich behaupten, weil mich seine Mons auch schon haut auseinandernehmen können. Aber ich habe auch ein paar Top-Threads, wie zum Beispiel Pumpkin, Tentantel und Galazapdos, die super viel Work machen könnten. Also ja, dann auf einen Kampf. Mal gucken, wie es laufen wird. Gehen wir rein. Mal gucken, was er mit hat. Okay. Nicht obligatorisches Erfahren. Er hat diesmal Ding jetzt nicht mitgenommen, was gut ist. Wie heißt's? Nicht Elego, also Anego. Er hat Entei dabei, damit habe ich gerechnet. Er hat beide Boden-Pokémon dabei. Okay. Gut, dass wir Raikou nicht mitgenommen haben. Ich hab mir gedacht, dass mindestens eins mitkommt. Detectors hat Jobs. Okay. Viel, mit dem ich gerechnet habe. Die Beldra ist halt so sick, der kann einfach einen Draco droppen. Und irgendwas droppt gefühlt. Gut, ich muss noch kurz meine Sets importieren. Dauert aber nicht lang. Die Import Sets. Bam, 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 bam. Perfekt. Ups, so. Was ist unser Lied hier? Wir könnten gucken, dass wir einfach mal mit Flygon leaden. Archeops Lead wäre halt sehr schlecht, weil ich fast schon bezweifle, dass er mit Archeops leaden wird. Die Sache ist, dadurch, dass Nihilego nicht dabei ist, kann ich mit Ferrothorn relativ reckless umgehen. Ich kann potenziell mit dem leaden. Ich glaube nicht, dass er mit Tektas leaden will. Sonst, na, wobei ist das nicht so ein guter Lead. Wir haben drei Mons gegen Tektas Ferrothorn verliert. Wir könnten mit Flygon leaden. Flygon ist eigentlich gegen alles ziemlich gut. So gegen Tektas drücken wir halt einfach immer einen Draco. Gegen Lucario drücken wir einfach Earth Power. Gegen Archeops switchen wir und gegen den Rest können wir einfach Draco oder Earth Power drücken. Oder U-Turn potenziell.
Gurgeist ist jetzt sehr gut. Gurgeist checkt nämlich Seismitoad und Donphan und Raikou Entei. Also Kirby ist sehr gut. Genau, und der kommt immer in Tektas rein. Ich würde sagen, wir leaden mit Flygon. Weil... Ich würde Galazapdos gern fürs Late Game behalten, ehrlich gesagt. Weil Zapdos, wenn ein bisschen, alles ein bisschen gechippt ist, kann der leichter sweepen als Flygon. Also wir leaden mit dem? Okay, er leadet mit Archeops. Okay. Er leadet mit Archeops. Ich guess, wir können jetzt einfach in Pharaoh gehen. Warte mal. Pharaoh von... Wir können einfach Choice Band Dingens drücken, ne? Dual Wing Beat, was jetzt sehr schlecht wäre. Ich hab generell irgendwie nicht so den Switch in rein, ne? Ne gut, habe im Kader keinen Switch in da rein. Gut, das Archeops erledigt ist natürlich bad. Müssen potenziell jetzt direkt Ferrothorn sacken. Dual Wing Beat. Gegen Ferrothorn. Wir können auf plus 2 hier mit Choice Band. Ah ne, warte mal. So, Dual Wing Beat mit 60 Base Power. Ja, Two-Hitted. Two-Hitted. Pharaoh. Wir brauchen Pharaoh mit am wenigsten hier. Das ist sehr schlecht. Ja, wir müssen actually Flygon einfach sacken. Wir haben halt leider... Wobei, er könnte Siegeswille spielen. Siegeswille könnte er spielen, weil ich halt zwei Intimidate-User habe. Er könnte natürlich trotzdem Techniker spielen, das ist klar. Weil ich spiele auch eigentlich immer Intimidate auf meinen ganzen Mons. Können wir drin bleiben? Tanken wir eins, wenn er kein Techniker hat, also mit 40. Dann tanken wir eins, dann könnten wir das Set scouten. Und einfach mal für Draco gehen und ihn killen. Ansonsten verlieren wir Flygon, was okay ist. Flygon ist halt an sich echt super hier. Ja, wir brauchen actually Galazapdos weniger, wenn ich mir das so angucke. Ich glaube Galazapdos, wobei gegen Tektas ist auch noch gut. Resistet den. Ja, wir drücken Draco. Er drückt U-Turn. Das ist Choice Band. 100 Pro ist das Choice Band. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts, das ist Choice Band. Ja. Das ist Wahlband. Sehr gut. Jetzt kriegen wir einen Draco irgendwas drauf. Seismitoad kriegt einen Draco. Ist das speziell defensiv? Das sieht mir ziemlich speziell defensiv aus. Seismitoad. Ja, das ist... 56%, der könnte voll speziell defensiv sein. Jetzt die Frage, gehen wir in Pharaoh? Wenn wir jetzt in Pharaoh switchen, könnte es einfach easy Lucario reinkommen. Er könnte auch versuchen, Rocks zu setten. Sind wir trotzdem in Pharaoh? So, sein Pharaoh-Switch ist eigentlich immer Entei oder Lucario. So, entweder Rocks oder er macht ein Double. Könnte auch ein Galazapdos gehen hier. Wir haben nicht viel zu verlieren, weil ich glaube, er wird hier nicht Ice Beam drücken. Oder Scald, aber wie gesagt, Pharaoh kann jetzt hier einfach free rein switchen. Ich glaube, der beste Play ist in Galazapdos zu gehen. Er legt Rocks, okay. Das bedeutet, wir kriegen jetzt einen free Brave Bird. Oder Close Combat, actually. Der wird hier nicht in Tektas gehen, wir drücken einfach CC und killen den, oder? Ja, Galazapdos, der hat kein physisches Investment. Oder sehr wenig, wenn dann. Das heißt, wir drücken CC. Er drückt Tagged, okay. Das heißt, wir drücken jetzt Brave Bird, weil Brave Bird killt immer noch durch Sharp Beak. Er switcht Gulissapod. Ja, yep, er denkt, wir sind gechoiced. Sind wir aber nicht. Gulissapod ist raus. Das heißt, wir können Weezing in Archeops raus switchen. Das war meiner Meinung nach ein extremer Missplay. Bin ich ehrlich. So. Entei hat ja hier... Es hat keine Fähigkeit, die... Ist annulliert, ne? Der Tribe durch Elektrohaut, das heißt, wir gehen immer in Gurgeist. Substitute, okay. Wir drücken einfach Poltergeist, um den Sub zu breaken. Sollte auch immer breaken, oder? Warte mal, Gurgeist Large gegen Entei. Ne, der hat bei weitem nicht genug Bulk. Der müsste, glaube ich, komplett physisch defensiv sein. Und selbst dann ist es in gewisser Hinsicht nur Roll. Ah, ne, wenn er komplett physisch defensiv ist, nicht. Double Edge macht keinen Schaden. Gurgeist ist ein Monster. So, wir können nochmal Poltergeist drücken eigentlich for free. Er hat keinen geilen Switchen. Archeops hat dann nämlich schon gechippt, was sehr, sehr gut ist. Wir könnten Will-O-Wisp drücken auf dem Predict. Ich glaube, Lucario will ja nicht rein switchen, oder? Wie viel kriegt Lucario?
Geht auch über 50. Also jetzt ist die Frage, Damage machen oder Will-O-Wisp. Die Sache ist, wenn du Lucario reinkommst, wäre sehr schlecht, weil dann wäre Will-O-Wisp useless. Gegen Donphan ist Will-O useless, es ist nur gegen Archeops gut, aber gegen Archeops ist Damage auch gut, deswegen drücken wir einfach Poltergeist. Es kommt Seismitoad, okay. So, Boom. Kriegt eine Menge Schaden, wir können nochmal Poltergeist drücken. Weil Power Whip ist inaccurate. Das heißt, wir könnten ja einfach nochmal Poltergeisten. Wobei, der will probably hier protecten, oder? Wir drücken Synthese. Okay, er drückt einen Move. Gold. Geht ja kein Burn. Nice. Nice, okay, okay, okay. Ich dachte, er würde jetzt hier protecten. Wir drücken Power Whip. Okay, für die AP. Nice. Wir drücken einfach nochmal Power Whip, oder? Ja, wir drücken einfach nochmal Power Whip. Er könnte jetzt in Lucario gehen. Okay, das heißt, mit Tod ist dead. Sehr schön. Jetzt kriegt er einen Free Switch in Archeops. Das heißt, wir können jetzt hier in Weezing gehen. Wir können hier jetzt Dual Wingbeat drücken. Das heißt, er kriegt Rocky Helmet Chip. Und wir brauchen Weezing für nichts mehr. Das heißt, weil Golisopod dead ist. Das heißt, wir können ihn einfach free rein switchen. Er drückt Dual Wingbeat. Das macht eine absolute Menge an Schaden. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Ruskin. Das heißt, er ist jetzt auf unter 50. Das ist insane. Wir könnten Pain Split drücken. Wenn er uns hier killt, dann killt er uns. So, ich glaube, er will uns aber nicht nochmal attacken. Das heißt, wir könnten potenziell Pain Split auf irgendwas drücken. Ihr könnt Lucario rein switchen. Auf das Lucario könnten wir dann, wie gesagt, Pain Splitten. Warte mal, ich muss kurz was erkalken. Lucario mit Nasty Plot gegen Wishiwashi. Und plus 2 Focus Blast killt uns niemals von voll. Niemals. Und ein Earthquake kann killen. Mit einem einzigen Hit. Heißt, ich glaube, Pain Split ist hier actually der Play. Weil wenn er uns aber angreift, kriegt er eine Menge Recall nochmal. Dann ist er fast dead. Und gegen Lucario recovern wir HP. Und kriegen darauf nochmal Damage. Und gegen alles andere, wir recovern immer KP. Okay, er killt uns. Das ist okay. Archeops ist auf 4,10%. Heißt, wir können jetzt hier in Ferrothorn gehen. Aber was machen wir, ist die Frage. Wir könnten Rock setten. Dann ist er besiegt. Ja. Wir gehen jetzt hier in... Wir können nicht Rocksetten. Wenn er uns angreift, sind wir tot. Das heißt, wir müssen attacken. Ich glaube, der Play ist in dem Fall immer Body Press, weil Lucario reinkommen kann. Das heißt, wir gehen jetzt in Pharaoh und drücken Body Press. Wie viel macht Pharaoh? Wir sind komplett physisch defensiv. Body Press kann killen. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Pharaoh. Er kann jetzt zacken und dann in Lucario gehen. Und uns halt einen richtig dicken Hit reindrücken. Das heißt, wir drücken immer Body Press. Ja. Wir drücken den Wingbeat, den tanken wir, weil wir sind Ferrothorn. Die Archeops dead. So, kommt jetzt Lucario. Wenn Lucario reinkommt, drücken wir einfach Body Press leider. Wenn Entei kommt, switchen wir in Burgeist. Wenn Donphan kommt, bleiben wir drin und drücken Power Whip. Ich glaube, hier kommt aber immer Entei. Entei vielleicht mit Double Switch auf Lucario. Solange Wishiwashi lebt, ist es fein. Wishiwashi und Galazapdos. Der Galazapdos tankt auch immer die Prio von Lucario. Und Wishiwashi spürt komplett speziell defensiv mit Assault Vest. Das heißt, Lucario kann den halt nicht killen. Wenn er physisch ist, ist es, denke ich, auch vollkommen okay. Wir haben nämlich einen Gurgeist. Und, ja, okay, Donphan kommt rein. Das heißt, wir drücken Power Whip. Wir drücken Power Whip einfach, oder? Ich meine, was, warte mal. Ferrothorn bringt uns weder gegen Entei noch gegen Lucario noch irgendwas eigentlich. Das heißt, wir drücken einfach Power Whip. Den tanken wir. Drücken Power Whip, machen Massive Damage. Wundervoll. Weak Armor gibt plus 2 Speed. Weakness Policy. Okay. Okay, das ist fein. Wir haben Gurgeist. Das dürfte noch fein sein. Nein, ist es nicht, oder? Ich habe jetzt mit Weakness Policy nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ich dachte, es ist Guts. Okay, Knock-Off. Das heißt, wir müssen den Gurgeist. Warte mal, wie verlieren wir nicht gegen Entei? Das Entei hat kein Damage-Boostendes Item wahrscheinlich, oder? Oder gehen wir mal von Expert Belt aus? Item, Expert Belt. Extreme Speed gegen
Raptors mit Galvanize. Killt uns nicht. Es wäre dann, wenn dann ein Speedtie. Okay, und wir haben. Okay, warte mal. Wir müssen immer ein Gurgeist, das steht fest. Wir haben sonst, der killt halt sonst alles. Wobei, warte mal. Wir können Wishiwashi. Das ist, glaube ich, der Play. Wir gehen Wishiwashi besiegen den. Weil Lucario. Lucario wird da nicht rein switchen. Lucario wird von Skelazapdos gebietet. Doch, Wishiwashi ist der Play, warte mal. Wishiwashi, ist cool. Gegen Donphan. Offensive, er ist plus 2. Mit Intimidate drin. Okay. Wir gehen Wishiwashi. Vielleicht übersehe ich beim Lucario was, aber ich glaube, das ist hier der Play. Und ist einfach Scald. Oh, der Power Whip, ne? Guilty Power Whip. Ich habe das komplett ausgeblendet. Okay, die Power Whip killt trotzdem. Aber er ist auf minus 1, was perfekt für Gurgeist ist. Ja, mit Galazapdos gewinnen wir trotzdem noch. Right. Vielleicht war das Missplay. Okay, warte, er hat noch nicht gedrückt. Ich glaube, er hat keine Power Whip, oder? Oder wir doublen. Nee, warte, ich glaube, Gurgeist Double ist der Missplay, weil dann kommt Earthquake. Dann könnten wir Synthese drücken. Warte mal. Ich laber mich hier dumm und dämlich. Wie viel macht er mir denn? Ein Eyeshot. Macht Gurgeist halt jetzt absolut keinen Schaden mehr, ne? Das heißt, wir könnten einfach einen Gurgeist. Warte mal. Wir gucken kurz. Warte, wenn er Double Knockoff. Moment. Das muss ich jetzt kurz herausfinden. Wenn Double Knockoff. Knockoff macht eine Menge. Okay, wir können nicht einen Gurgeist. Wir müssen drin bleiben. Mann, warum geht das nicht weg? Was ist das hier? Oh, you, was auch immer, ja. So, wir drücken einfach Scald. Oder Flip-Turn. Flip-Turn killt, oder? Wishiwashi, warte mal, Wishiwashi School. Ja, Flip-Turn killt. Wollen wir Flip-Turn? Ich glaube, der bessere Play ist einfach Scald. Ja. Er drückt einen Endure. Hat er Reversal? Hat das Ding Flail oder Reversal? Warte mal. Flail, 1 HP auf Wishiwashi. Oh. Wir haben keine Prio, das wäre Game. Er hat Flail. Okay, das ist Game. Ich schreibe nur nicht. Nein, nein, es ist nicht Game. Warte mal. Das laber ich da. Wir gehen Gurgeist. Endure, Knockoff, EQ. Okay, es ist noch nicht komplett Game. Okay. Wir müssen Power Whippen, leider. Knockoff, wir haben die Callbar. Macht dementsprechend wenig Schaden. Okay, das macht noch weniger als erwartet. Hex, schreibt er. So, Lucario, das heißt, wir gehen in Flygon. Wir gehen in Flygon. Weil Galazapdos tankt die Prio und wir können nicht auf den Steel Beam rein. Wir gehen auf Flygon. Immer. So, er kann Nasty plotten oder sonst irgendwas machen. Wenn er Agility hat, gewinnt er, glaube ich, auch. Oder? Ja, ich glaube schon. Hat er Agility? Oder hat er Nasty Prio? Ich sag, er hat Nasty Prio. Er hat Nasty, okay. Wir drücken Earth Power. Vacuum Wave killt. Zapdos G kommt rein. Wir drücken Nahkampf. Killt er Brave Bird? Warte mal. Weil sonst können wir einfach Brave Bird gegen Dingens drücken. Zapdos Galar. Brave Bird dürfte immer killen, aber er könnte Vulcan Vest haben. Deswegen, wir gehen safe und drücken Close Combat. Vacuum Wave macht bei weitem nicht genug. DC kommt, er ist weg. Okay, wir drücken einfach Brave Bird. Jetzt die Frage, hat er Extreme Speed im Set? Aber Gurgeist gewinnt das doch immer. Er hat doch nichts, was Gurgeist hittet, oder? Weil er hatte davor wahrscheinlich schon Crunch Revealed. Aber Double Edge Sub? Ist er Toxic? Potenziell Toxic. Okay, er hat E-Speed. Und noch ein Feuer-Move wahrscheinlich, oder? Wir drücken auf jeden Fall Synthese. Double Edge macht nicht genug. Okay, er hat anscheinend kein Toxic oder sonst irgendwas. Das dürfte Game sein. Wir drücken nochmal Synthese. Okay.
Kurgeist, Junge! Kurgeist gewinnt uns die Season! Ich fass es nicht. Ich hab den gepickt, weil ich dachte, es ist ein guter Ghost-Type. Und der gewinnt uns jetzt einfach die Season hier. Der war so gut. Sacred Fire, ja, das ist GG. Und wir gewinnen 1-0 gegen Freeze D. Und sind damit Erster und haben die ABS gewonnen. Oh mein Gott. Was ein Kampf. So oft sah es aus, wenn er das richtige Set hätte, dass wir verloren hätten. Aber, das war ein Game. Agility Lucario hätte wahrscheinlich keinen Sinn gemacht. Einfach aus dem Grund, dass er Wishiwashi sonst nicht breakt. Er hat das Wishiwashi-Set ja schon mal gesehen. Ja. Urgeist ist insane. Ja, Flash war ja so eine gute Fähigkeit. Ohne Witz, Urgeist wirklich. Urgeist gewinnt und sie season einfach. Weil, allein schon, wenn wir drüber gucken, so. Ihr ja, Spielplan Urgeist. War gegen Luca extrem gut. Hier, gegen Luca. Okay, Radio, ne, das war. Nehmen wir nicht über das Game. Gegen Joey, das weiß ich, ob Urgeist was gemacht hat. Und gegen Schinken weiß ich auch nicht. Aber Urgeist gewinnt uns hier die Season einfach. Es ist insane. Ach du Heilige. Leute, ist denn da wäre schon gut. Vor allem Urgeist. So, Urgeist wirklich absoluter Winner hier. Der hat so gut performt. So, so gut. Auch so klatscht mit Donphan und so weiter. Das Flail-Set war krass, muss ich ihm lassen. Das hat Wishiwashi gekillt. Wir hätten auf dem Flail eigentlich in Urgeist gehen können. Aber hätte er da Knockoff oder so gedrückt, einfach weil. Keine Ahnung wieso. Aber der Enduro war eh schon riskant wegen Scald, ne? Gut. Dann Flail. Wir hätten auf Urgeist switchen können, aber lieber safe spielen. Lieber den safen Win mitnehmen, anstatt irgendeinen riskanten Müll zu machen. Es ist der letzte Spieltag. Wenn wir den gewinnen, was wir getan haben, gewinnen wir die Season. Also ja, GG an Freeze. Oh mein Gott, Alter, was für Games. Urgeist der absolute Hard Carry hier. Puh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an jeden, der sich die ganzen Spieltage reingezogen hat. Das war extrem spannend. Die letzten zwei Spieltage waren echt knapp. Und richtig spannende Kämpfe. Ich wünsche euch alles Gute. Ne? Vielen Dank fürs dabei sein. Es wird kein Video mehr folgen von ABS. Wie gesagt, letzter Spieltag. Ich habe jetzt aber wahrscheinlich erstmal nicht vor, dem nächsten Liga-Content hochzuladen. Also ja. Vielen Dank fürs dabei sein. Urgeist ist insane. Bis zum nächsten Video. Tschüss.